Sie verstehen also, dass alles eng geführt wird auf dieses einzige Ziel, diesen einzigen Drehmoment, diesen einzigen Rotationsgenerator, der Vitae Asinae, dass sich alles um die zyklischen Universums Neuerschaffungsprozesse herumwirbelnden unteren Eucharonta der Nabel der Welt, der Arsch der Welt zu drehen hat, als das Einzige, worauf alles eng geführt wird, ohne dass wir es hier im Einzelnen nochmal aufzählen müssen. Die ganze Kulturschöpfung, die erst möglich geworden ist durch Einführung des symbolischen Rings in Ersetzung, in Verklärung des Realen, die auf das Unsterblichkeitsphantasma hinaus führen, etwas möge persistieren in Analogie zu dem Einzigen, das tatsächlich persistieren kann, in seiner Ersetzungsmetonymie, Fortsetzungskette, bevor die Mittelglieder brechen, seitlich ein paar neue Kettenringe anzubauen, damit das oberste Gesetz der Rekombinatorik des Keimplasmas weiterhin hier seine Experimentierreihen durchführen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Vitae Asinae, der große eucharontische Schwarzloch-Ringkern, Universal-Universen-Generator, der alles in sich aufnimmt, zermalmt und wieder in neuer Rekombinatorik zusammensetzt. In dem gestrigen Traum nach dem Aufwachen dachte ich mir, naja, wenn man in dieses runde Loch in suizidaler Absicht sich hineingesprungen wäre und es handelt sich um 100, war es 125, war es 135 Grad heißes Wasser, dann wäre das auch kein sehr angenehmer Tod. Und andererseits, wenn es die Vorstellung zuerst gewesen wäre, ein schwarzes Loch ohne Boden, abgrundlos, und man sprenge da hinein, so wäre das der Traum des Fallens ohne Ende, des ewigen Stillstands im puren Fall. Aber witzigerweise ist dieser Fallenstraum tatsächlich von dem Gefühl, von dem propriozeptorischen Gefühl der Fallgeschwindigkeit begleitet, die einen ja schwindlig macht und dann aufwachen macht. Lange bevor man unten angekommen ist, weil es kein Unten gibt. Das ist ja dann der Horror, der Aufwecken macht. Der Horror des Parmenides, dass das nie stillstehende Heraklitische bodenlos ist. Kein Ende findet, keinen Grund hat. Und somit nichts anderes ist als ein ständiger, redundanter, sich selbst wiederholender Stillstand, wenngleich auch immer wieder in neuen Variationen. Fischerboot.